Hallihallo, Hallöchen. Ich begrüße euch zurück zu Game Dev Tycoon. Und was mir mittlerweile aufgefallen ist, wir haben die zwei gar nicht eingearbeitet. Naja, da müssen wir mal abwarten, was das jetzt gibt. So, Design. Ganz in die Story gehen. Story designen. Technik. Du gehst hier dran. Und bleib zum Gameplay. Dann Marketing. Große Kampagne. Ist ja unser erstes großes Spiel. Boosten wir mal. So, Dialoge. Ja, worunter fällt Dialoge? Design oder Technologie? Künstliche Intelligenz. Du bist besser. So, irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn du hier den Booster einschaltest, macht er gar nichts mehr. In dem Moment. So, Spielweltdesign. Oben. Ah, da die da. So, Grafik. Messestand. Wir haben eigentlich nur ein Spiel. Euch das, die Designpunkte jetzt mal. Und auch Technologie geht an die 200. Kommt natürlich dadurch, dass wir zwei Mann dabei haben. Aber auch einiges an Bugs mehr. Waren wir nicht unter 100. Ja. Aber das kommt auch noch. Sehr schön. Die Grafik 3D-Version. 3D-Grafik-Version 3 ist schon aufgestiegen. Sound ist auch aufgestiegen. Surround Sound. So, und jetzt gehen wir euch erstmal einarbeiten. Ach, brauchen wir gar nicht mehr. Ah, da, Spezialisten. 700 brauchen wir dafür. Okay, dann Game Design. So, das sind jetzt die Kurse hier. Grafik Design Kurs. Machst du? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Eine 8. Das ist doch schon mal gut. Unser erstes großes Game. Ja. Eine 7,5. Und du hast auch Design? Na, Moment mal. Wir sind in den Urlaub. Du machst eben noch Forschung.
Grundlagen der Physik. Du forschst. Plot. Spielstände. Ich mache den Spielbericht. Hier, 717. Jetzt haben wir unseren Spezialisten. So, die 500.000 verkauften Einheiten von Irrsinn sind auch verkauft. Da kommt die Nachricht. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Die Begeisterung rund um das Spiel scheint kein Ende zu nehmen. In den Urlaub. In den Urlaub. In den Urlaub. Heute hat Nintendo einen neuen Handheld-Konsolen namens Nintendo DS angekündigt. Er hat zwei Bildschirme, einer davon ein Touchscreen und verspricht ein einzigartiges Gameplay. Nintendo bemüht sich seit dem Test 64 seine führende Marktposition zurückzugewinnen, hat aber immer noch eine starke Position auf dem Markt der Handheld-Konsolen. Nintendo DS scheint diese Position zu stärken und sorgt für frischen Wind auf dem stagnierenden Markt der Handheld-Konsolen. Die Spielkonsole erscheint nächsten Monat. Eine okay Kombination, okay. Story scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein und PC Erwachsene großartig. Heute hat Sony angekündigt, im Laufe des nächsten Jahres seine neue Handheld Portable Pay System, kurz PPS, auf den Markt zu bringen. Medienanalysten spekulieren, dass die Ankündigung vom Verkaufsstart des Nintendo GS ablenken soll. Während der Nintendo DS auf einen innovativen Doppelbildschirm setzt, nutzt die PPS nur einen winzigen Bildschirm und konzentriert sich darauf, Spieleentwicklern eine wesentlich stärkere Hardware zur Verfügung zu stellen. So, kommt mal wieder zurück. War das denn jetzt mit dem? Level 4. Ach so, da. Die müssen wir noch ausbilden. Gut. Dann machen wir jetzt eine Fortsetzung. Vom beliebten Fußballmanager. Sechs. Großteil Wirtschaft. PC. Xanadu 7. Sollen wir das groß machen? Story Quest runter. Gut, wenn wir die rausnehmen, braucht er ja mit dem Design da nicht drin zu sein. Das heißt, tun ihn da rein, der hat das wenigste Designpunkte. Marketing. Hallo, ich bin Curtin Gillian von Gamers. Ich habe gehört, dass Goff zu sein gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns, ja. Mehr Dialoge, mehr Angel, mehr von Angel natürlich. Und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Also, Entscheidung war richtig, dass wir auf die Engine gehen. Die
Dialoge raus. Künstliche Intelligenz nach oben. Spiel Level Design etwas runter. Dann müssen wir die Linda ein wenig entlasten. Jetzt ist er soweit. Dann kommt er in der nächsten Runde wohl raus. Ja, der Hype hält sich aber in Grenzen. Mit Irrsinn. 844.000 verkauft, 11,8 Millionen Einsatz. Produktplatzierung. Dave Johnson hier, Eigentümer von Departure Science. Wir haben einige unserer Testsubjekte euren Spielern ausgesetzt. Und überraschenderweise sind sie nicht total durchgedreht. Sie waren von den Spielen sogar ziemlich angetan. Egal, ob ich da ein paar Produkte, die ein wenig Werbung benötigen. Nee, egal, ich habe da ein paar Produkte. Ich dachte da an eine Art Produktplatzierung. Meine Werbejungs sagten mir, dass ich dich nicht fragen sollte. Gerade deshalb mache ich es. Ich bin der Chef von. Ich zahle dir 200.000, um einige unserer rot lackierten explodierenden Fässer in eurem Spiel einzubinden. Kommen wir ins Geschäft? Boah, können wir machen. Ausgezeichnet, gefällt mir, wie du die Sache anpackst. Eins noch, nur kein Stress, du musst die Fässer nicht gleich im nächsten Spiel einsetzen. Es wäre mir lieber, wenn du sie in einem Spiel unterbringst, zu dem sie gut passen. So, Level Design runter. Open World brauchen wir nicht, Tag und Nacht brauchen wir nicht. 163%. Sound. Wie hoch gehst du denn dann? 137. Naja, besser wie 163. Was wird in 2 Monaten vom Markt genommen? So, die Bugs wieder entfernen. Grafik-Engine direkt zum zweiten Mal hintereinander aufgestiegen. Sehr schön. 3D-Grafik Version 4 ist verfügbar. Damit haben wir die Bewertung zumindest gesteigert. So, dich wollte ich. Ja, geh mal kurz in den Urlaub, genau wie du. Du machst den Spielbericht. Und nach einer Woche schon über 100.000 verkauft. Kritiker loben, dass der Manager 6 einen neuen Engine benutzt. Trainieren. Technik-Spezialist, warum kann ich dich nicht trainieren?
Ach, 700. Moment, du bist das dann. Jawohl, Designspezialist. Kostet 500, 5 Millionen. Sind noch neu im Team, ja, brauchen noch ein paar Spiele, um reinzukommen. Macht man noch eben, bis er fertig ist. 500.000 verkauft, sehr schön. Ja, diesmal kommen wir auch nicht unter die Top 100, weil Kleinacke stand. Oh, aber Kleiner stand trotzdem höchst Besucherrekord. Und trotzdem nicht. So, wir können unser eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor eröffnen. 2,5 Millionen, ja, komm. F&E-Labor ist fertig. Um das Labor zu besuchen, klicke einfach auf den Bildschirm zu und ziehe den Bildschirm nach links oder benutze die Pfeiltasten. Alternativ kannst du auch die kleine F&E-Labor-Informationskarte unten rechts anklicken. Neue Forschungen verfügbar. Möglichkeiten des Internets und Hardware. Oh, da haben wir sie. Willkommen in unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Im Moment ist sie noch ziemlich leer, aber wir haben einige talentierte Leute, die nur darauf warten, für uns zu arbeiten. Du musst sie nicht einzeln anheuern. Das Budget für die F&E-Abteilung fest. Wer will denn da was? So. Niemand, der wichtig war. Wenn momentan kein Projekt ansteht, werden die Forscher langsam Forschungspunkte generieren, die du dafür nutzen kannst, Mitarbeiter zu trainieren und neue Spieloptionen freizuschalten. Um ein Projekt zu starten, klicke einfach auf den Bildschirm, um das Forschungsmenü aufzurufen. Sobald du ein Projekt gestartet hast, kannst du es über dieses Menü wieder abbrechen. So, Projekt starten. Hier sieht man es, Möglichkeiten des Internets oder Hardware. Wir machen mal Möglichkeiten des Internets. So, das Projekt wurde nun gestartet. Und während deine Forscher daran arbeiten, kannst du den Fortschritt in der Statusbox beobachten. Vergiss nicht, das Budget anzupassen. Wenn das Budget 0 beträgt, wird das Projekt nie Fortschritte machen. Budget pro Monat. Machen wir mal 500.000. Und hier sieht man, umso höher das Budget, umso mehr Leute sind da drin. So, da sind die ersten Punkte. Jetzt sollten wir aber auch schnellstens dann ein gescheites neues Spiel rausbringen. Fortsetzung. So, was hatte der? Ach. Den 7er können wir jetzt hier mal gar nicht mehr gucken. Alles klar. Was hattest du denn? Eine 7. Moment mal eben. Soundtrack. Nee. So, der Mensch 3. Als großes Game. Das ist eine großartige Kombination. Jo, explodierende Fässer da drin? Nee, noch nicht, ne? Das machen wir danach. Profi 3.
So, hier ein bisschen runter. Story Quest ein wenig hoch. Zeigende. So, obwohl du nur einen Spezialist benötigst, um ein Labor zu betreiben, kannst du mehr als einen trainieren. Zusätzliche Spezialisten verringern die allgemeinen Betriebskosten deines Labors. Okay. Ist mein Manager 6, hat uns nur knapp 10 Millionen eingebracht. Marketing, kleine Kampagne, große Kampagne. Ja, unser Geld nimmt jetzt natürlich im Moment ein bisschen ab, wo kein Spiel von uns auf dem Markt ist, durch die Forschung. So, Tag und Nacht in Open World. Spezialtraining für Peyton James freigeschaltet. So, du gehst erstmal in den Urlaub. Du gehst in den Urlaub. Du gehst in den Urlaub. Eine 9, sauber. Und eine 10, jawohl. Noch eine 10, sehr schön. Und die dritte 10, 9,75. Sehr, sehr gut. Dich wollte ich gerade auch noch im Urlaub schicken. Du kannst den Spielbericht erstellen. Forschen. Surround Sound oder Grafik 4. So, die ersten 500.000 sind schon wieder verkauft. Du hast jetzt über 250.000 Fans. Mit einer so großen Fangemeinde sollte es dir jetzt möglich sein, große Spiele selbst zu veröffentlichen. Oh, sind wir schon die ganze Zeit. Stimmt, da war ja was. Ein weiteres unvergessliches Spiel von Croft Design wurde gerade veröffentlicht. Das wirklich hervorragende visuelle Design ist nur einer von vielen Gründen, warum der Mensch 3 eure Aufmerksamkeit verdient. Tja, was soll ich da noch sagen? Hört auf zu lesen, fangt an zu spielen. Jörg Longer von Game Nova. So, komm, fertig. 1 Million, jawohl, das wäre Platin-Status. Konkurrenten wurden dabei beobachtet, wie sie neidische Bemerkungen brummelten. Neue Forschung, Multiplattform. Spielbericht noch eben und dann ist die Folge auch wieder rum. So, ich bedanke mich für euer Interesse. Hoffe, es gefällt euch weiterhin und ihr seht auch, es geht hier auch in die Breite mit Forschung und so weiter und so fort. Da bleibt mir dann nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wie auch immer. Und Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.